Die Wut der Eltern. Ja, es geht um unsere Wut, also um meine Wut und um deine Wut. Ganz häufig ist das ein Hindernisgrund in der Beziehung zu meinem Kind. Meine eigene Wut. Wenn du bedürfnis-, bindungs- oder beziehungsorientiert unterwegs sein willst und deine Wut huscht dir dazwischen, dann habe ich jetzt für dich eine kleine Information. Weil die Wut der Eltern so wichtig ist, aus meiner Erfahrung, habe ich da ein eigenes Modul zu gemacht im Wutkurs. Ich bin nämlich gerade dabei, das für heute Abend zu planen. Aber ich dachte mir, für alle, die nicht dabei sein können, ich teile das einfach an dieser Stelle, weil ich es so elementar finde. Also wir gehen davon aus, dass Gefühle eine wertvolle Ressource von uns sind oder eine wertvolle Eigenschaft und Fähigkeit von uns Menschen. Genau wie der logisch arbeitende Verstand sind Gefühle eine Möglichkeit, uns selbst und unsere Umwelt zu erfahren und damit zu kommunizieren, also mit mir selbst und mit meiner Umwelt. Und genau, also Gefühle sind quasi Bedürfnisanzeiger, ne? Die helfen mir herauszufinden, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und da kommt die Wut ins Spiel. Die ist nämlich super, wenn es darum geht, was ich nicht brauche. Dann sage ich nein. Ne? Das ist eine der Hauptfunktionen, wie ich finde, der Wut quasi, die bewahrt meine, schützt meine Grenzen. Okay, aber das ist die Grundlage, von der wir jetzt hier ausgehen an der Stelle. Diese Funktion, wenn ich wütend werde, kann es sein, dass es wirklich diese Funktion ist, ah, stopp, meine Grenze wird überschritten, ich beschütze sie jetzt. Das kann eine Funktion sein. Ein Grund, weshalb die Wut anspringt, ist die ganz normale, gesunde Reaktion. Kann sein. In der Beziehung zu deinem Kind kann auch noch was ganz anderes sein, ja? Das passiert sehr häufig, gerade als Eltern, dass ich so stark reagiere, dass das nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, ja? Dass ich, wenn ich das mir objektiv anschaue, ich andere Dinge von meinem Kind viel besser aushalten kann als diese Sache. Das sind Hinweise darauf, dass das nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, also das ist gar nicht die Funktion der Wut, die gesunde Funktion der Grenze, sondern es hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun, mit meinem inneren Erleben. Unbewusst könnte es sein, dass die Situation mit meinem Kind mich an etwas erinnert, was ich mal erlebt habe. Häufig in meiner eigenen Kindheit. Muss aber nicht sein. Kann auch zu einem späteren Zeitpunkt sein. Wir nennen es trotzdem oft, das innere Kind reagiert dann. Das heißt, das, was mein Kind tut oder wie es sich verhält, erinnert mich an meine eigene Kindheit, an etwas, was ich erlebt habe. Und ich reagiere so wütend, auch oft, weil ich damals gar nicht so wütend sein konnte. Ne, die Wut kommt jetzt temporär an den falschen Punkt raus. Ne, das nennt man, etwas wird getriggert. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte kann sein, dass ich einfach einen sehr hohen Stresslevel habe. Ein sehr hohes Stresslevel, Oma. Also, das kann sein, dass auf der Arbeit irgendwas schief läuft. Jetzt läuft gerade ein Projekt nicht so, wie ich mir das geplant habe. Ich erreiche meine Ziele nicht. Das könnte Druck auslösen in mir. Oder ich habe sogar einen Konflikt mit meinem Chef oder mit einer Kollegin. Erhöht mein Stresslevel. Streit, ne? Konflikte erhöhen unglaublich unser Stresslevel. Streit mit der Partnerin oder mit dem Partner. Wunderbar, ne? Oder äußere Faktoren wie zum Beispiel so eine kleine Pandemie oder ein Krieg. Ja, all das erhöht unser Stresslevel. Und das ist eigentlich nicht schlimm, ne? Also das ist ein ganz normaler Ausdruck, wie auch Gefühl ist, wenn der Stress ansteigt, die Anspannung ansteigt. Wichtig ist einfach nur, dass es wieder Entspannung gibt. Häufig genug bleibt dieser Stress und die Anspannung und sie löst sich nicht. Dann springt irgendwann aber unser Überlebensmodus an. Und der hat einen Fight oder Flight oder Freeze-Modus. Und der Fight ist nämlich die Wut. Ne? Dann kommt die Wut raus. Jetzt erkläre ich dir gleich, wieso es wichtig ist, diese drei Dinge zu unterscheiden. Vorher noch sagen, diese drei Dinge sind nicht unbedingt unabhängig voneinander, sondern die können sich gegenseitig beeinflussen. Beispiel, mein inneres Kind wird getriggert, dann steigt mein Stresslevel. Ja? Oder mein Stresslevel ist einfach so, durch meinen Job hoch, dann schlägt meine Grenze eher an. Ne? Dann reagiere ich sensibler auf Grenzverletzungen. Ne? Also die Dinge sind miteinander verwoben. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, wo
ist jetzt der Hauptfokus. Wo kommt die Wut eigentlich her? Ja? Ein Beispiel, wieso das ungünstig ist, wenn ich das nicht klar habe, woher meine Wut kommt. Ich habe die Idee zum Beispiel, ich müsste einfach meinen Stress runterbringen. Ja? Ich müsste mehr Entspannungsübung machen. Nun übe ich viel, mache ich beim Christopher so einen Entspannungskurs. Und trotzdem kommt immer, wenn mein Kind irgendetwas macht, kommt diese Wut hoch. Weil mein inneres Kind getriggert wird. Da kann ich so viel entspannen, wie ich will. Solange das nicht gelöst ist, wird das immer wieder anspringen. Ja? Oder ich habe das Gefühl, das ist eine gesunde Grenze und ich setze immer wieder Grenzen und trotzdem geht es nicht. Wieso? Weil mein Stresslevel zu hoch ist. Dann ist es gut, daran zu arbeiten und einen Entspannungskurs zu machen. Ne? Oder im Außen dafür zu sorgen, dass ich mehr Frieden und Ruhe habe in meinem Leben. Und das ist wirklich wichtig zu sehen und zu unterscheiden, was ist gerade im Hauptfokus. Und dann kann ich, wenn ich das unterscheiden kann, auch unterschiedliche Lösungen ansteuern. Wenn dir das jetzt hier irgendwie was gebracht hat und du denkst, oh cool, das ist ja eine tolle Erkenntnis, genau um so etwas geht es in Transformation. Das ist mein neuer Kurs, startet am 11. Mai und da geht es darum, um dein persönliches Wachstum. Und diese Dinge, die wir oft als Unzulänglichkeiten oder Schwächen beschreiben bei uns oder diese Challenges, die Herausforderungen, ich spreche nicht mehr so gern von Problemen, diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, da setzen wir an in dem Kurs. Denn deine Schwäche oder die vermeintliche Schwäche, die du hast, ja, die muss nicht der Stolperstein auf deinem Weg des Elternseins sein. Das kann der Trittstein sein für dein persönliches Wachstum. Transformation startet am 11. Mai. Wenn du mehr wissen willst, schreibst du mir einfach. Und ich wünsche dir vom Herzen, dass du diesen Punkt erreichst, wo dein Kind überzeugt ist davon, dass du die weltbeste Mama bist. Oder der weltbeste Papa. Das wünsche ich euch beiden wirklich von Herzen.